Nochmals ein herzliches Hallo und herzlich willkommen zum Webinar der Scopus Gruppe. Heute zum Thema Customer Analytics und Treiberanalysen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie sich für das Thema interessieren. Und mein Name ist Christopher Harms. Ich bin Gründer der Scopus Elements und bin heute hier zusammen mit der Pia Schumann aus unserem Team. Hallo Pia. Hallo. Treiberanalysen soll heute unser Thema sein. Vielleicht haben Sie Treiberanalysen auch schon selber gerechnet. Wir wollen heute mal einen kleinen Überblick über das Thema geben, was sich dahinter verbirgt, und werden in dem Zusammenhang nochmal kurz erläutern, was meint Treiberanalysen eigentlich, was macht man damit, was kann man damit herausfinden, was steckt da aber auch für Methodik hinter. Werden ein Verfahren im Detail erläutern, dass Sie einfach mal ein bisschen sehen, was steckt denn da statistisch tatsächlich drin. Da wird es also auch ein bisschen technischer, ein bisschen statistischer. Aber keine Sorge, zum Ausblick bekommen Sie dann nochmal, sag ich mal, verpackt ein paar hilfreiche Handreichungen, wie denn Ihre nächste Treiberanalyse auf jeden Fall ein großer Erfolg wird. Das erwartet Sie in den nächsten etwa 25 bis 30 Minuten. Scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stellen. Wie immer haben Sie die Möglichkeit, in unseren Webinaren Fragen zu stellen, die wir am Ende des Webinars beantworten werden. Dazu können Sie die Chatfunktion von JoinMe benutzen. Wenn Sie also in diesem Webinar drin sind, finden Sie oben einen orangen oder einen grünen Bubble mit einer kleinen Sprechblase. Da können Sie draufklicken, dann geht ein Chat auf und dann können Sie uns auch Fragen stellen. Wie gesagt, am Ende werden wir die beantworten dann gesammelt und versuchen da so Ihre Fragen dann zu beantworten. Wunderbar. Und dann schlage ich vor, starten wir inhaltlich. Wie gesagt, Treiberanalysen, vielleicht haben Sie schon Erfahrungen damit gemacht, vielleicht rechnen Sie die auch schon häufiger oder beauftragen Sie bei der Scopus-Gruppe oder vielleicht auch woanders. Wir wollen kurz nochmal für alle den gleichen Stand geben, was wir mit Treiberanalysen meinen. Denn Treiberanalysen als solchen, oder der Begriff Treiberanalyse, ist kein statistischer Begriff. Das ist was aus der Praxis kommt, womit man eigentlich immer meint, man möchte Einflussfaktoren besser verstehen und die Stärke von Einflussfaktoren kennenlernen. Einflussfaktoren für was? Da kann man sich unterschiedliche Fälle oder unterschiedliche Bereiche oder unterschiedliche Dinge anschauen. Hier mal als Beispiel Kaufentscheidungen. Also Ihre Kundinnen und Kunden kaufen bei Ihnen Produkte, kaufen bei Ihnen Services und Sie möchten mit einer Treiberanalyse besser verstehen, was beeinflusst denn diese Kaufentscheidung. Und als Marktforscherinnen und Marktforscher schauen Sie sich vielleicht die Preisbereitschaft Ihrer Kunden an, Einstellungen zur Marke, vielleicht aber auch, wenn es was ist im stationären Bereich zum Beispiel, dass Sie Fragen stellen, wie ist denn so deine Erfahrung mit den Mitarbeitern gewesen, oder Sie machen Befragungen zum Thema Customer Experience oder zum Thema User Experience. Also ganz viele verschiedene Aspekte, die Einflussgrößen sein können. Denn wir wissen als Marktforscher ja, dass das Verhalten von unseren Kundinnen und Kunden durch ganz viele verschiedene Einflüsse bestimmt wird. Und als Marktforscher allgemein versuchen wir natürlich herauszufinden, was sind denn diese Einflussfaktoren? Und die Treiberanalyse nimmt da einen ganz wesentlichen Stellenwert ein, um das auch zu quantifizieren, um zu schauen, wie stark sind denn diese einzelnen Einflüsse. Klassischerweise macht man das auf Basis von Befragungsdaten, also dass man eine Fragebogenbatterie zu verschiedenen Detailzufriedenheiten anschaut, also eben hier angesprochen Marke, Preis, Mitarbeiter etc. und das dann eben in Zusammenhang bringt mit einer Gesamtzufriedenheit oder mit einer Gesamtkauf- oder Weiterempfehlungsbereitschaft. Das sind so die klassischen Settings, aber wir wissen auch als psychologisch gebildete oder psychologisch informierte Marktforscher, es gibt natürlich noch ganz viel mehr Einflussfaktoren, die Kaufentscheidungen beeinflussen. Beispielhaft seien hier auch sowas wie Wetter oder Stimmung genannt, sowohl im Fashion-Bereich als auch im Food-Bereich. Klar, je nachdem wie das Wetter hier scheint, die Sonne ist das beste Frühsommerwetter, da wird der Eisverkauf sicherlich deutlich höher ausfallen, als das im Winter der Fall ist. Wenn ich also Treiberanalyse in eine Eisdiele machen wollen würde, wäre es zum Beispiel sinnvoll, auch das Wetter als Einflussfaktor zu berücksichtigen. Die Treiberanalyse, wie gesagt, versucht dann, diese Einflussfaktoren zu quantifizieren. Und quantifizieren ist auch das entscheidende Stichwort. Unabhängig davon, in welchem Kontext wir Treiberanalysen machen, wir müssen das Kundenverhalten quantitativ erfassen. Anwendungsbeispiele dafür sind gerade die angesprochenen Kaufentscheidungen. Zum Beispiel, weil ich weiß, aus meinem CRM, Kunde XY hat mein Produkt gekauft oder hat X Produkte bei mir gekauft. Das könnte entsprechend eine Messgröße sein, die ich versuchen möchte zu erklären, wo ich also die Treiber auf diese Kaufentscheidung herausfinden möchte mit der Treiberanalyse.
die klassischen in der Marktforschung ist aber sowas auch wie Kundenzufriedenheit. Es gibt aber auch andere Anwendungsfälle für Treiberanalysen. Das ist zum Beispiel im Bereich der Churn-Analyse, also Kündiger erkennen und dann herausfinden, warum könnten sie möglicherweise kündigen. Es lassen sich aber auch andere Anwendungsfälle finden, zum Beispiel bei Supportanfragen, zum Beispiel herauszufinden, ob es Variablen, ob es ja Messgrößen gibt, die vorhersagen oder die erklären, weshalb ein Kunde oder eine Kundin eine Supportanfrage an sie stellt. Wie gesagt, der Begriff Treiberanalyse ist eigentlich kein statistischer Begriff. Wie gesagt, es meint immer, diese Einflussfaktoren zu quantifizieren, herauszufinden, wie stark wirken sie auf eine abhängige Variable, also eben eine Kaufentscheidung, eine Zufriedenheit, eine Kündigung oder eben das Stellen einer Supportanfrage in diesem Beispiel. Und genau das schaut man sich eben mit einer Treiberanalyse dann an. Weil es kein statistischer Begriff ist, gibt es eben ganz viele unterschiedliche Verfahren und unterschiedliche statistische Methoden, mit denen man so eine Treiberanalyse rechnen kann. Man fängt häufig in der Praxis ganz einfach mit Korrelationen an, dann gibt es Regressionsanalysen, die man durchführen kann, Shapley-Werte und es wird immer komplizierter und aufwendiger zu rechnen, Pfadmodelle, Strukturgleichungsmodelle, Bayesche Netze, Random Forest. Ich weiß nicht, welche Begriffe Sie vielleicht schon mal gehört haben. Wir werden uns heute zwei davon genauer anschauen. Die Korrelation ist eine Möglichkeit, das zu machen. Sagen Sie, ja, okay, das kann ich dann immer zwei Variablen miteinander in Verbindung bringen und sehe, wie stark der Zusammenhang ist. Aber eigentlich ist das ja ziemlich basal. Ist richtig. Trotzdem gibt es eben sehr viele verschiedene Methoden, weil jeder Anwendungsfall nochmal Eigenheiten mit sich bringt. Und jedes Verfahren, wie das in der Statistik so üblich ist, hat natürlich unterschiedliche Voraussetzungen und beantworten auch unterschiedliche Fragestellungen im Detail im statistischen Sinne. Deswegen muss man in jedem Anwendungsfall nochmal genau schauen, was für Daten hat man, was ist die eigentliche Fragestellung, die man hier untersuchen möchte, bevor man sich dann für eine Methode entscheidet, mit der man dann tatsächlich diese Treiberanalyse durchführt. Lassen Sie mich noch eine Sache sagen, bevor wir in Medias Res gehen. Einflussfaktoren, Treiber, das klingt schon immer sehr kausal. Soll heißen, wir gehen davon aus, dass bestimmte Einflussfaktoren kausal auf eine Kaufentscheidung oder auf eine Kundenzufriedenheit wirken. Sei es beispielsweise der Preis. Wir gehen einfach davon aus, dass der Preis ein kausaler Einfluss ist, weshalb eine Kundin ein Kunde bei uns kauft. Wie Sie wissen, in der Statistik muss man da immer ganz genau unterscheiden, ist es Korrelation oder Kausalität und so ist es auch hier. Mit den statistischen Methoden, die wir Ihnen vorstellen und eigentlich allen statistischen Methoden, mit denen Treiberanalysen üblicherweise gerechnet werden, können wir ganz streng genommen nur Korrelationen bestimmen. Also auch wenn ich eine Regression rechne oder Shapley-Werte bestimme, bekomme ich eigentlich Korrelationen raus. Es wird in dem Fall kausal, weil wir wissen oder weil wir annehmen, dass es bestimmte Wirkbeziehungen gibt. Zum Beispiel, weil wir über menschliches Verhalten wissen, wie Entscheidungen getroffen werden, dass eben Preis ein Faktor ist für eine Entscheidung und die Beurteilung des Preises zeitlich auch vor dem Kauf liegt. Das heißt, unser Wissen, nicht statistisch, sondern das, was wir über die Welt wissen, beeinflusst letztlich, ob wir davon ausgehen können, ob wir annehmen können, dass es um einen kausalen Einfluss geht. Trotzdem, alle diese Methoden beschreiben am Ende gewissermaßen Korrelationen, Zusammenhänge und nur unser Wissen zusätzlich zu der statistischen Methode hilft uns dann herauszufinden, ob es ein kausaler Einfluss ist. Das klingt alles sehr detailverliebt, sehr genau, aber so ist es eben in der Statistik, dass man das sehr klar voneinander trennen muss. Trotzdem im allgemeinen Sprachgebrauch Einflussfaktoren, Treiberanalysen und weil wir eben wissen, wie Entscheidungen zustande kommen, wird es dann eben häufig so interpretiert und das ist für die Praxis auch durchaus zulässig. Ich habe gerade eben schon gesagt, wir wollen uns aus dieser Vielzahl der möglichen statistischen Verfahren heute zwei im Detail anschauen. Und das ist zum einen die Shapley-Wertanalyse, eine Form der Regressionsauswertung oder Auswertung von Regressionen und das Thema Strukturgleichungsmodell. Und beginnen wollen wir mit der Shapley-Analyse, wo Pia uns jetzt gleich ein bisschen erzählen wird, was denn eigentlich da auch methodisch drin steckt und wie statistisch sich Shapley-Werte errechnen lassen. Und im Anschluss geben wir ein bisschen Ausblick auf etwas komplexere Modelle, um zu zeigen, was eben noch möglich ist. Pia, magst du uns ein bisschen die Shapley-Analyse näher bringen? Gerne. Genau, wie Christopher schon gesagt hat, wollen wir uns heute nochmal mit dem konkreten Verfahren der Shapley-Analyse beschäftigen. In Treiberanalysen identifizieren wir erstmal einfach mögliche Einflussfaktoren auf die abhängige Variable. Das kann zum Beispiel die Kundenzufriedenheit sein, wie hier in dem Beispiel abgebildet. Es gibt hier einfach eine Reihe an Einflussfaktoren, die auf die Kundenzufriedenheit wirken können und das können mitunter eben die hier aufgezeigten sein.
Manchmal kann es aber auch interessant sein, herauszufinden, welcher Treiber besonders wichtig ist für die Erklärung der Kundenzufriedenheit zum Beispiel. Das heißt, wenn ich eben weiß, wie wichtig oder dass ein Treiber besonders wichtig ist zur Erklärung der Kundenzufriedenheit, dann macht es natürlich Sinn, auch genau diesen Treiber gezielt zu optimieren und somit eben auch eine Verbesserung der Kundenzufriedenheit eben anzugehen. Genau, wichtig dabei ist allerdings auch, dass man eben den Unterschied nochmal zwischen der Bedeutsamkeit und der Einflussstärke herausstellt. Von Regressionsanalysen kennen wir die Betrachtung der Einflussstärke und der Einflussrichtung von Prädiktoren. Also hier geht es darum, wie sich die abhängige Variable, also die Kundenzufriedenheit in unserem Beispiel, verändert, wenn der Prädiktor um eine Einheit zunimmt. Also konkret beispielsweise, wie verändert sich die Kundenzufriedenheit, wenn die Zufriedenheit mit der Qualität steigt? Das heißt, hier geht es einfach um die Richtung des Einflusses, um die Stärke eines Einflusses. Demgegenüber steht die Shapley-Analyse, die errechnet, wie bedeutsam ein Treiber für die Erklärung der abhängigen Variable eben in Relation zu allen anderen Prädiktoren, die im Modell vorhanden sind, ist. Also hier geht es darum, zu quantifizieren, wie wichtig ein Treiber ist. Die Bedeutsamkeit kann dahingehend angegeben werden, wie viel Prozent der Gesamtaufklärung des Modells auf einen Treiber zurückgeht. Das heißt, wie gut kann die Kundenzufriedenheit denn überhaupt noch erklärt werden, wenn ein Treiber wegfällt? Also welche Erklärungskraft geht konkret auf diesen Treiber dann eben zurück? Ah, einen Moment. So, genau. Wie schon angesprochen, kann die Shapley-Analyse eben genau diese Bedeutsamkeit von Treibern berechnen. Das Verfahren ist mitunter auch bekannt als Shapley-Werte, als LMG-Analyse nach Lindemann, Merenda und Gold oder eben als Relative Importance-Analyse. Das Verfahren stammt ursprünglich aus der Spieltheorie und dabei ist das Ziel eben zu quantifizieren, welchen Anteil ein Spieler für den Gewinn erbringt. Dabei muss man allerdings dann berücksichtigen, dass der Gewinnanteil eines Spielers je nach Zusammensetzung der Spielergruppen variieren kann. Das heißt, der Gewinnanteil von Spieler A kann zum Beispiel im Zusammenschluss mit Spieler A ganz anders sein, als wenn dieser Spieler A eben alleine spielt oder eben dann mit einem anderen Spieler sich noch verbindet. Genau, also mit dem Verfahren kann der Anteil, den ein Spieler eben zum Gewinn beiträgt, unter Berücksichtigung aller möglichen Spielerzusammenschlüsse errechnet werden. Diese Shapley-Analyse, dieses Verfahren aus der Spieltheorie kann man eben auch auf die Treiberanalyse anwenden. Die Spieler symbolisieren dabei die Treiber, also die Prädiktoren. Ziel ist es also dann, zum Hintergrund der Treiberanalyse herauszufinden, welchen Anteil ein Treiber an der Erklärung der abhängigen Variable ausmacht. Das heißt, wie viel ein Treiber, zum Beispiel der Preis, an der Erklärung der Kundenzufriedenheit ausmacht. Das Verfahren der Shapley-Analyse geht zurück auf mehrere lineare Regressionen. Das bedeutet, dass die Shapley-Analyse einfach die gleichen Anforderungen und Voraussetzungen an die Daten stellt, wie auch die linearen Regressionen. Im nächsten Schritt wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen, wie man denn die Shapley-Werte überhaupt berechnet. Erstmal ist zu sagen, dass die Shapley-Analyse insgesamt aus drei Schritten besteht. Im ersten Schritt werden alle möglichen linearen Regressionen aus den gegebenen Prädiktoren erstmal berechnet. Hier im Beispiel sehen Sie in der Grafik die Modelle, die sich ergeben, wenn man eben drei Treiber hat. Das wären jetzt in unserem Fall der Preis, die Nachhaltigkeit und die Qualität. Damit ergeben sich dann 2 hoch n, also in unserem Fall 2 hoch 3 Modelle und das gibt 8 Modelle. Jetzt ist es wichtig für den zweiten Schritt der Analyse zu wissen, dass das R-Quadrat, also das Bestimmtheitsmaß einer Regression, eine große Rolle spielt einfach bei der Berechnung. Das R-Quadrat, nochmal zur Erinnerung, das Bestimmtheitsmaß gibt an, wie gut die abhängige Variable, also beispielsweise die Kundenzufriedenheit, durch die Treiber erklärt werden kann. Im zweiten Schritt der Shapley-Analyse
wird berechnet, wie viel Zugewinn des R-Quadrats auf einen einzelnen Treiber im Mittel zurückgeht. Als dritten Schritt der Treiberanalyse werden dann die Werte, die berechnet wurden, an der Gesamtaufklärung standardisiert, sodass diese sich dann zu 100 aufsummieren. Genau. Um die Berechnung einfach nochmal klar zu machen, haben wir uns hier noch ein Beispiel herausgenommen, das wir uns jetzt genauer ansehen wollen. Wir bleiben dabei, dass wir drei Treiber uns ansehen. Das ist der Preis, die Nachhaltigkeit und die Qualität. Und wir wollen jetzt in unserem Beispiel den Shapley-Wert für den Treiberpreis berechnen. Wie gesagt, geht es im ersten Schritt darum, erstmal alle möglichen Regressionen aus der Kombination der Prädiktoren zu berechnen. Im zweiten Schritt wollen wir jetzt eben den Shapley-Wert für den Treiberpreis berechnen. Und hierzu sind nun erstmal alle Modelle relevant, die den Prädiktorpreis beinhalten. In unserem Beispiel sind das jetzt vier Modelle. Das heißt, wir haben einmal das Modell, das nur den Prädiktorpreis enthält, was oben links in lila dargestellt ist. Dann haben wir das Modell mit den Treibern Nachhaltigkeit und Preis. Wir haben das dritte Modell mit der Qualität und dem Preis. Und wir haben ein letztes Modell, in dem alle drei Treiber enthalten sind. Um den Zugewinn der Varianzerklärung für den Treiberpreis zu ermitteln, wird jetzt sich immer die Differenz des R-Quadrats zwischen dem Modell mit dem Treiberpreis und mit dem Modell ohne den Treiberpreis angesehen. Das schauen wir uns jetzt an. Genau, also wir haben das erste Modell, das einfach den Prädiktorpreis enthält. Das Modell hat ein R-Quadrat als ein Bestimmtheitsmaß von 0,145. Um den Zugewinn jetzt zu errechnen, der wirklich nur auf den Prädiktorpreis zurückgeht, ziehen wir von diesem Modell das Modell ohne den Prädiktorpreis ab. In dem Fall ist es das Nullmodell. Das heißt, der Zugewinn bei diesem Modell bleibt bei 0,145%. Nicht Prozent, 14,5% wären es. Genau. Dann schauen wir uns das zweite Modell an. Das zweite Modell besteht aus den Prädiktoren Nachhaltigkeit und Preis und hat ein R-Quadrat von 0,186. Auch hier schauen wir uns jetzt den Zugewinn so an, dass wir das R-Quadrat des Vollmodells, also des Modells mit Nachhaltigkeit und Preis nehmen und davon eben das R-Quadrat des Modells ohne den Prädiktorpreis anschauen. In dem Fall ist das das Modell, das nur den Prädiktorpreis beinhaltet. So ergibt sich eben für das Modell 2 ein Zugewinn von 0,074. Gleiches machen wir jetzt auch noch mit dem Modell 3. Das Modell 3 besteht aus den Prädiktoren Qualität und Preis und hat ein R-Quadrat von 0,198. Auch hier gehen wir so vor, dass wir das R-Quadrat 0,198 nehmen und davon eben das R-Quadrat des Modells abziehen ohne den Prädiktorpreis. Das wäre das Modell Y gleich Qualität. Somit ergibt sich dann ein Zugewinn von 0,054. Dann haben wir noch ein letztes Modell und das ist das Modell, das alle Treiber enthält. Das heißt, das Modell mit Nachhaltigkeit, Qualität und Preis. Das Modell hat ein R-Quadrat von 0,218 und auch hier gehen wir so vor, dass wir das R-Quadrat nehmen und davon eben das R-Quadrat ohne den Prädiktorpreis abziehen und das wäre eben das Modell, das die Prädiktoren Nachhaltigkeit und Qualität beinhaltet. Dadurch ergibt sich dann ein Zugewinn von 0,182. Jetzt haben wir alle Zugewinne berechnet, die auf den Preis, auf den Prädiktorpreis zurückgehen. Diese Zugewinne werden jetzt gemittelt und im dritten Schritt dann an der Gesamtaufklärung standardisiert. Ich kann im nächsten Schritt jetzt eben auch nochmal für Sie zur Ansicht die Formeln einbinden. Genau.
Wie Sie jetzt gesehen haben, durch die beispielhafte Berechnung, ist es so, dass das Vorgehen einfach erfordert, dass ganz viele verschiedenen oder alle möglichen Regressionen eben berechnet werden. Das führt eben dazu, dass mit steigender Anzahl an Prädiktoren es einfach zu einem hohen Rechenaufwand kommt. Das sollte man einfach wissen, wenn man das Verfahren anwendet. So, ich hatte schon darauf hingewiesen, dass die Shapley-Analyse auf der Berechnung mehrerer linearer Regressionen basiert. Das heißt, wie Sie vielleicht wissen, bei linearen Regressionen treten eben häufig Probleme auf, wenn Prädiktoren untereinander korrelieren. Das heißt, die Korrelation zwischen den Prädiktoren können auftreten in der Regression und die können dann eben die Einflussrichtung der Koeffizienten oder auch die Stärke des Einflusses beeinflussen. Das bezeichnet man als Multikollinearität und stellt natürlich ein Problem dar. Bei der Shapley-Analyse stellt das jedoch kein Problem dar. Das heißt, hier muss nichts beachtet werden. Und das ist natürlich ein Vorteil der Shapley-Analyse. Dann kommen wir jetzt zu den Ergebnissen der Shapley-Analyse. In einer Studie eines Kunden sollte eben die Gesamtzufriedenheit untersucht werden und identifiziert werden, welche Faktoren denn für die Gesamtzufriedenheit wichtig sind. Exemplarisch haben wir jetzt hier einfach mal 5 Items für die Analyse gewählt, die Sie auch in der linken Grafik unten abgebildet sehen. In der linken Grafik sehen Sie dann die unstandardisierten Shapley-Werte und auch das R-Quadrat der Analyse, also die Gesamtaufklärung, als horizontale Linie. Das R-Quadrat, also die Gesamtaufklärung, liegt hier bei 23%. Das heißt, die 5 Treiber können 23% der Varianz der Gesamtzufriedenheit selbst erklären. Wenn man jetzt die unstandardisierten Shapley-Werte anschaut, sieht man, dass der höchste Wert bei dem Item, ich finde dort die beste Qualität und Frische liegt, mit 0,06. Das heißt, das Item ist einfach in der Analyse am bedeutendsten für die Gesamtzufriedenheit. Man kann sich aber jetzt auch noch die Shapley-Werte in der standardisierten Form anschauen. Das sehen Sie in der rechten Grafik. Hier ist einfach prozentual ausgedrückt, wie das Item eben zur Gesamtzufriedenheit einzahlt. Auch in diesem Fall sieht man, dass das Item, ich finde dort die beste Qualität und Frische, mit 25,6% das wichtigste Item für die Gesamtzufriedenheit ist. Man kann jetzt auch noch sehen, das habe ich versucht auch farblich darzustellen, dass sich verschiedene Items inhaltlich zusammenfassen lassen. Das heißt, die blauen Items umfassen inhaltlich einfach die Treiber zur Kundenorientierung. Die lilafarbenen Items umfassen Items zum Sortiment. Das heißt, man könnte jetzt eben die standardisierten Shapley-Werte der Items, die inhaltlich das Gleiche abbilden, einfach zusammenzählen und somit dann eine Bedeutsamkeit dieses Einflusses nochmal genauer erfassen. Das heißt, bei der Bedeutsamkeit des Sortiments, das würde eben die Items, ich finde dort die beste Qualität und Frische und auch das Item, ich finde dort alles, was ich brauche, macht etwa 40% aus, um die Gesamtzufriedenheit zu erklären. Gleiches kann man eben auch noch machen für die Items, die Kunden stehen an erster Stelle und das Item, meine individuellen Wünsche werden verstanden und erfüllt. Das heißt, die Kundenorientierung macht ebenfalls etwa 40% aus, um die Gesamtzufriedenheit zu erklären oder macht 40% in der Bedeutsamkeit aus. Der Preis dagegen scheint für die Analyse eben nicht so bedeutsam zu sein und die anderen Aspekte sind in diesem Fall wichtiger. Das war's erstmal zur Shapley-Analyse und damit würde ich weitergeben an den Christopher. Vielen Dank, Pia. Shapley-Werte, eine gute Ergänzung oder eine gute Alternative zur klassischen Regressionsanalyse. Das heißt, immer dann, wenn Sie eine Regression rechnen können, können Sie mit den Shapley-Werten eben nochmal die Bedeutsamkeit der einzelnen Detailzufriedenheiten ergänzen. Kommen wir gleich nochmal in der Zusammenfassung darauf zurück. Wenn es mal ein bisschen komplizierter werden darf, wir gehen nicht mehr ganz so ins Detail, sondern wollen im Folgenden so ein bisschen konzeptuell erklären, was man eben an Treiberanalysen noch machen kann, wenn die Zusammenhänge vielleicht komplizierter sind.
Ein Verfahren, was in diesem Zusammenhang ja sehr, sehr mächtig ist und auch häufig eingesetzt wird, sind sogenannte Strukturgleichungsmodelle. Was kann man sich so vorstellen? Bei einer Regression schauen wir uns einfache Zusammenhänge an. Wir haben verschiedene Einflussfaktoren, wie wir das gerade mit Preis, Nachhaltigkeit und Qualität gesehen haben, beziehungsweise jetzt am Ende mit diesen 5 verschiedenen Fragebogen-Items, die alle direkt in Verbindung gebracht wurden mit der Zufriedenheit. Das ist das, was Sie bei einer klassischen Regression machen. Wir können uns jetzt aber auch die Frage stellen, ähnlich wie Pia das auch gerade schon gezeigt hat, es gibt ja Dinge, die inhaltlich nah beieinander sind. Und was man in der Psychologie dann zum Beispiel tut, was man eben dann bei Strukturgleichungsmodellen sich zunutze macht, ist, dass diese verschiedenen Fragebogen-Items, die wir im Fragebogen haben, nochmal zusammenfasst zu abstrakteren Konstrukten. Das ist jetzt hier beispielsweise mal Kundenorientierung, Produktqualität, soziales Engagement. Wichtig ist hier zu unterscheiden, das, was Sie ganz oben sehen, sind die Fragen, die tatsächlich im Fragebogen gestellt wurden. Die Ebene in der Mitte, also Kundenorientierung, Produktqualität und soziales Engagement, die haben wir gar nicht direkt erfragt, sondern wir sagen, naja, es gibt verschiedene Items, verschiedene Fragebogen-Items, die auf diese Konstrukte einzahlen. Heißt zum Beispiel, diese ersten 3 Items, findet die beste Lösung, wird immer in meinem Sinne entschieden, hier fühle ich mich wohl, sind alles Items, die das Thema Kundenorientierung betreffen. Genauso wie wir andere Items haben, die dann eben diese anderen Konstrukte, diese anderen, ja, abstrakteren Konzepte erfassen. Und wir gehen jetzt einfach davon aus, dass wir Kundenorientierung, Produktqualität und soziales Engagement in der Wahrnehmung der Kunden nicht 1:1 messen können. Über die Fragen können wir aber uns ein Bild dieser Konstrukte machen. Und wenn Sie jetzt sagen, das kommt mir doch bekannt vor, das ist doch eine Faktorenanalyse, dann haben Sie ganz recht. Denn genau das ist eigentlich eine Faktorenanalyse, die bei Strukturgleichungsmodellen einen Teil eben des Modells ausmachen. Nämlich eben diese erste Ebene von den Fragebogen-Items eine Ebene höher zu schauen, okay, wie kann ich die zusammenführen? Und im Gegensatz zur linearen Regression bringen wir jetzt nicht die einzelnen Fragebogen-Items in Verbindung mit der Zufriedenheit, sondern eben diese abstrakteren Konstrukte. Der Unterschied zu, sag ich mal, dem, was vielleicht Sie auch schon in der Vergangenheit gemacht haben oder was man mit Regression machen kann, ist, dass wir das jetzt nicht einzeln machen. Das heißt, wir rechnen nicht erst eine Regression, dann rechnen wir eine Faktorenanalyse, dann rechnen wir wieder eine Regression, sondern wir machen das alles in einem Modell. Das hat mehrere Vorteile. Erstens ist es statistisch sauberer, weil Sie verschiedene Einflussfaktoren und vor allem auch die Korrelation zwischen den einzelnen Aspekten besser kontrollieren und besser untersuchen können. Und Sie können sich eben Effekte über mehrere Schritte sozusagen anschauen. Das kann nämlich, das sehen wir jetzt im Folgenden, auch für noch komplexere Zusammenhänge sich anschauen. Stellen Sie sich vor, wir haben wieder einen Fragebogen, wir haben verschiedene Items und wir haben jetzt hier in dem Fall 2 verschiedene abstrakte Ebenen. Das ist genau das, was wir gerade gesehen haben. Wir haben jetzt statt 3 haben wir 2, weil jetzt rechts gleich noch was Neues hinzukommt. Aber auch hier für Kundenorientierung und Produktqualität haben wir verschiedene Fragen im Fragebogen gestellt und wir haben die Kundenzufriedenheit im Fragebogen abgefragt. Jetzt gibt es aber, und das haben wir ganz am Anfang gesehen, ja noch weitere Einflussfaktoren für eine Zufriedenheit oder weitere Messgrößen für eine Zufriedenheit, die wir vielleicht nicht im Fragebogen abfragen. Zum Beispiel das Thema Sortiment. Findet der Kunde alles, was er sucht? Welche Produkte, wie wertig sind die Produkte, die er bei uns kauft? All diese Aspekte können ein Einfluss auf die Zufriedenheit sein, wenn wir es kausal sehen. Es kann aber auch einfach sein, dass es mit der Zufriedenheit zusammenhängt, auch wenn wir nicht ganz sicher sind, ob es jetzt eine Ursache ist oder auch nur eine Wirkung von hoher Zufriedenheit. Beim Sortiment, ja klar, kann ich abfragen, haben Sie alle Produkte gefunden, die Sie gesucht haben? Wir können es aber auch anders machen und da wird es nämlich dann ganz spannend und geht über eine einzelne Befragung hinaus, dass wir einfach Variablen oder Beobachtungen hinzuziehen, die wir über den Kunden an anderer Stelle haben. Zum Beispiel, dass wir uns anschauen, welche Produkte, wie wertig sind die Produkte, die der Kunde oder die Kundin im Warenkorb oder auf dem Wunschzettel hat. Vielleicht haben Sie in Ihrem E-Commerce-System diese Informationen vorliegen und auch die können natürlich einen Einfluss haben auf die Zufriedenheit oder können ja mit der Zufriedenheit zusammenhängen. Und ein Strukturgleichungsmodell ermöglicht es uns auch hier, das wieder über mehrere Ebenen zu berücksichtigen und auch hier die Zusammenhänge dann zu betrachten. Und warum eigentlich bei der Zufriedenheit aufhören? Man kann natürlich einfach abfragen, wie viel Geld lässt du bei uns? Wir können aber auch zum Beispiel den Umsatz mit einem Kunden abfragen und hier Zufriedenheit und Umsatz
in Beziehung setzen oder, was häufig ja auch dann in der Befragung abgefragt wird, der Share of Wallet. Wie viel Prozent oder wie groß ist der Anteil an deinem jährlichen Urlaubsbudget, den du bei uns als Reiseanbieter lässt beispielsweise? Und im Strukturgleichungsmodell kann ich auch das wieder in Beziehung setzen. Und Sie sehen schon an den Pfeilen und an den geometrischen Formen, die man hier sieht, es wird alles ein bisschen komplexer. Die Welt ist aber nun mal komplex und dementsprechend gibt es verschiedene Einflussfaktoren. Das Strukturgleichungsmodell ermöglicht es uns eben, diese Zusammenhänge abzubilden und dann auch hier wieder Stärken zu errechnen. Wichtig ist hier, wir rechnen standardmäßig auch hier Einflussstärken, also ähnlich wie bei einer klassischen Regression. Man könnte theoretisch auch Shapley-Werte rechnen. Pia hat es eben angesprochen, je größer die Modelle werden, desto rechenaufwendiger sind Shapley-Werte, weswegen man das klassischerweise bei Strukturgleichungsmodellen nicht macht. Aber ähnlich wie bei einer Regression haben wir hier Stärken, Punkt 35 gegenüber Punkt 61. Da sieht man schon, die Produktqualität ist schon relativ wichtig für die Zufriedenheit. Die Kundenorientierung mit Punkt 89 aber deutlich den größten Einfluss auf die Zufriedenheit und einen Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit und dem Share of Wallet von Punkt 35. So kann man das dann sich anschauen und man könnte dann eben auch anschauen, wie ist denn die Stärke des Einflusses von der Kundenorientierung auf den Share of Wallet, weil wir eben alles in einem Modell drin haben und dann auch in einem Modell interpretieren können. Wenn Sie sagen, das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich kenne einen anderen Namen dafür, lassen Sie sich nicht irritieren. Dass auch hier wieder gibt es verschiedene statistische Modelle, die inhaltlich sehr nah beieinander sind. Wir haben gerade von Strukturgleichungsmodellen gesprochen. Pfadmodelle sind eine besondere Variante der Strukturgleichungsmodelle, sind konzeptionell sehr, sehr ähnlich. In manchen Präsentationen von Wettbewerbern finden Sie das Thema Partially Squares oder PLS-Analyse, was im Prinzip auch Strukturgleichungsmodelle und Pfadmodelle sein können, die einfach auf eine etwas andere Art und Weise berechnet werden, um zum Beispiel mit geringen Fallzahlen besser umgehen zu können oder auch bei sehr, sehr vielen Prädiktoren. Andere Begriffe aus der wissenschaftlichen Richtung, konfirmatorische Faktorenanalyse, das ist dieser erste Teil, den wir gesehen haben, von den Fragebogen-Items auf die abstrakten Konstrukte. Genau ähnlicher Begriff, Latent Variable Modeling. Diese fünf Begriffe, die Sie hier auf der Folie sehen, sollen einfach zeigen, für das, was wir Ihnen gerade vorgestellt haben, also für diese Strukturgleichungsmodelle, gibt es unterschiedliche Verfahren, unterschiedliche Begriffe, die verwendet werden. Im Kern geht es aber immer um das Gleiche, nämlich verschiedene beobachtbare Größen und latente Konstrukte. Das bedeutet Dinge, die wir nicht direkt sehen oder messen können, sondern nur eben über diese Fragen oder über diese Beobachtungen in Verbindung setzen können, um dann eine Stärke der Zusammenhänge errechnen zu können. Und das gibt Ihnen eben die Möglichkeit, ja, deutlich komplexere Modelle abzubilden, größere Wirkungszusammenhänge zu betrachten, auch über verschiedene Ecken. Und das bietet eben nochmal einen großen Mehrwert im Vergleich zu einer klassischen Regression. Das waren zwei Möglichkeiten, Treiberanalysen zu rechnen. Korrelation haben wir jetzt nicht erklärt, ist aber eine sehr einfache Möglichkeit, zumindest zwei Variablen in zwei Treiber in Verbindung zu setzen. Lineare Regression kennen Sie bestimmt genauso und Shapley-Werte sind einfach nochmal eine Möglichkeit, die lineare Regression noch eins draufzusetzen, noch eine weitere Information, nämlich die Information über die Wichtigkeit der einzelnen Prädiktoren mit auszuwerten und entsprechend in der Analyse der Ergebnisse dann bereitstehen zu haben und die Strukturgleichungsmodelle als Möglichkeit, deutlich komplexere Zusammenhänge zu untersuchen. Und das sind, sage ich mal, fünf Take-Home-Messages für Sie. Treiberanalysen untersuchen eigentlich immer die Einflüsse auf Zufriedenheit, auf Kundenbindung, auf Kaufentscheidungen, also auf Kundenverhalten, das Sie beobachten oder ja abfragen können. Dafür gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Methoden, die grundsätzlich in Frage kommen. Wie immer in der Statistik gilt es hier, Voraussetzungen und Annahmen zu prüfen, bevor ein Verfahren angewendet werden kann. Und wir empfehlen, Daten aus Fragebögen mit weiteren Datenquellen zu kombinieren. Beobachtung, CRM-Daten, Ihr Data Warehouse, Stichwort Big Data, denn das bringt aus unserer Sicht den größten Mehrwert. Es macht immer Sinn, einfach anzufangen. Auch wir fangen mit einer Korrelation häufig an, einfach erstmal um Überblick zu bekommen. Und dann arbeiten wir uns von da aus vor. Wir stellen fest, bestimmte Dinge hängen stärker zusammen, es gibt bestimmte Muster, die sich ergeben, Faktorenanalysen können hier helfen, lineare Regressionen können hier helfen und wenn sehr viele Daten zur Verfügung stehen, kann es eben auch sinnvoll sein, auf Strukturgleichungsmodelle zu setzen. Wenn Sie sagen, okay, habe ich verstanden, glaube ich, bringt mir ganz viel, aber ich weiß nicht, wie ich es rechne, dann können wir Sie natürlich unterstützen. Als Cobos Elements unterstützen wir sowohl hier intern innerhalb der Gruppe, aber auch Kunden außerhalb der Gruppe, also die ihre Daten nicht über uns erhoben haben, bei allem rund um die Auswertung von Daten.
Wir beraten dabei, die richtigen Daten überhaupt erstmal zu finden und aufzusetzen. Statistische Beratung gehört dazu natürlich auch. Wir entwickeln aber auch Datenstrategien, um die Ergebnisse solcher Analysen dann tatsächlich auch in ihre Prozesse und in ihre Entscheidungswege zu integrieren. Wir bereiten Daten auf, Stichwort Data Engineering, wenn es darum geht, verschiedene Daten auch anzuschließen und diese Zusammenführung von Befragungs- und beispielsweise Beobachtungsdaten zu ermöglichen. Wir werten aus, das machen wir mit den beschriebenen statistischen Verfahren. Wir bedienen uns da aber auch Machine Learning Verfahren, genauso wie Deep Learning Methoden für automatisierte Textanalysen. Da sind uns quasi keine Grenzen gesetzt, wenn es darum geht, mit den Daten dann auch tatsächlich was zu machen. Und vielleicht haben Sie so auch schon Kontakt mit uns gehabt, das Thema Reporting, Dashboards der Scopus-Gruppe, da unterstützen wir sehr häufig, wenn es darum geht, in Tableau zu gehen, denn das in Tableau umzusetzen, denn wir sind davon überzeugt, dass diese Ergebnisse, diese Daten nur dann Mehrwert in Ihrem Unternehmen entfalten können, wenn sie auch bei den Stakeholdern so platziert sind, dass die damit weiterarbeiten können. Das macht uns riesengroßen Spaß, dafür brennen wir, Daten sind sozusagen unsere Passion und deswegen freuen wir uns, wenn Sie uns ja bei Ihrer nächsten Fragestellung rund um Daten mal an uns denken. Wenn Ihnen das zu theoretisch war und Sie sagen, ich möchte das gerne nochmal in der Praxis sehen und möchte wissen, wie man so ein Datenprodukt oder so eine Datenanalyse überhaupt aufbauen kann, dann möchte ich Sie einladen. Nächste Woche Donnerstag, am 10. Juni, findet der Scopus Impulse Day statt. Falls Sie noch nicht davon gehört haben, www.scopus-impulse-day.de. Da sehen Sie das reichhaltige Menü, was wir an diesem Tag für Sie vorbereitet haben, verschiedene Use Cases aus der Welt der Scopus Group und wir werden morgens, also wir, die Scopus Elements, wird morgens um 10 Uhr zusammen mit einer Kollegin aus der Mediengruppe Oberfranken beschreiben, wie wir gemeinsam mit Workshop-Formaten eine datengestützte Entscheidung oder datengestützte Entscheidungen innerhalb der Mediengruppe ermöglichen. Wenn Sie Lust haben, scopus-impulse-day.de ist der Link, 10. Juni, nächste Woche Donnerstag. Wir würden uns freuen, Sie dort wieder treffen zu dürfen. Wenn Sie Fragen haben, freuen wir uns natürlich Fragen sowohl zum Thema Shapley-Werte als auch zum Thema Strukturgleichungsmodelle, Treiberanalysen insgesamt. Schreiben Sie das gerne in den Chat. Sie dürfen uns natürlich aber auch immer gerne eine E-Mail schreiben oder uns anrufen auf klassischem Wege. Sie finden uns im Internet unter scopus-elements.de, falls Sie das noch nicht wussten. Unsere E-Mail-Adressen stehen hier. Ich bedanke mich an diesem sonnigen Tag für Ihr Interesse, für Ihre Neugierde. Wir hoffen, wir konnten Ihnen so ein bisschen was mitgeben, ein bisschen die Welt der Treiberanalysen näher bringen, vielleicht auch nochmal was Neues beibringen über Shapley-Werte und Strukturgleichungsmodelle und würden uns freuen, ja, wenn Sie beim nächsten Mal, wenn Sie Daten analysieren, an uns denken. Und bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes, vielleicht langes Wochenende, je nachdem, in welchem Bundesland Sie sind. Und vielleicht bis nächsten Donnerstag. Machen Sie es gut.